Mein heutiger Interviewpartner Wolfgang Hilbig, geboren 1941 in Thüringen, aufgewachsen in der DDR, 1985 in die Bundesrepublik gegangen, gilt heute als einer der bedeutenden deutschen Schriftsteller der Generation nach Günter Grass und Hermann Kant, Siegfried Lenz und Christa Wolff. Er ist Büchner-Preisträger. Hilbig wurde zuerst bekannt als Lyriker, inzwischen liegen auch viele erzählende Prosatexte von ihm vor. Hilbig ist geschieden, er hat eine Tochter, er lebt in Berlin. Sehen Sie zur Person Wolfgang Hilbig. Nach Ihrer Selbsteinschätzung, Herr Hilbig, sind Sie ein soziales Wesen? Ich glaube nicht. Oder ich müsste eigentlich antworten, ich weiß es, dass ich keins bin. Erstens stamme ich aus einer Familie, in der es nie den geringsten Versuch gegeben hat, mich zu einem sozialen Wesen zu erziehen. Ja? Also das war auch keine Familie, die waren selber keine sozialen Wesen. Ja, das waren mehr eine zusammengewürfelte Gruppe von Menschen, die durch Zufall eher in einer Wohnung gewesen sind. Und dann ist es natürlich so, dass man als Schriftsteller auf eine bestimmte Weise egozentrisch ist, ja, und dass allzu viele Kontakte mit anderen Menschen, ja, sich störend auswirken auf die Konzentration, die man zum Schreiben braucht. Eines Ihrer bekannten Bücher heißt Ich. Ja. Ist der Schriftsteller und Dichter, und ich sage Dichter, weil ich Sie nach Ihrer Lyrik auch einen Dichter nennen will, ist das Thema des Schriftstellers und Dichters Wolfgang Hilbig im Grunde immer nur ich? Ja, ich glaube ja. Also zumindest ist es immer wieder der Anfang des Schreibens für mich. Ja? Also irgendwas muss mit mir passieren. Ja? Das bringt mich zum Schreiben. Irgendwas, ich muss an mir irgendwas nicht verstehen. Ja? Also was ich an mir verstehe, das interessiert mich weniger. Ja? Also wenn es irgendeine Sache gibt, die ich nicht verstehe, über die ich nachdenke, dann will ich drüber schreiben. Ja? Ja. Würden Sie akzeptieren zu sagen, Hilbig hält die Literatur nicht für einen Selbstzweck, für la pour la, aber er hält sie für eine Veranstaltung außerhalb der gesellschaftlichen Bezüge. Er hält Literatur nicht für den la pour la, aber für den Zweck, für sich selber zu einer Klarheit zu kommen. Ja, das ist aber nur am Anfang der Fall. Dann wird das wahrscheinlich la pour la. Ja. Also, danach wird es la pour la. Weil die Form dann die Hauptsache am Schreiben ist, ja. Sind Sie so auf die Form fixiert? Ich bin, glaube ich, sehr auf die Form fixiert, ja. Also ich wollte schon immer als Schriftsteller artifiziell, wie man das so nennt, schreiben, ja. Und dann beklagen Sie sich manchmal, dass die Auflage nicht höher ist. Ja, richtig, ja, 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 ja. Ich beklage mich inzwischen nicht mehr, ja. Wir kommen drauf, Sie haben den Büchnerpreis bekommen. Und als ich meinte im Vorgespräch, Sie hätten ihn vielleicht viel früher kriegen sollen, haben Sie gesagt, alles ganz gut, dass ich ihn so spät gekriegt habe, er ist inzwischen höher dotiert. Ja, das stimmt, ja. Haben Sie manchmal soziale Ängste? Also im Moment habe ich keine sozialen Ängste, ja. Auf dem Bankkonto, das stimmt. Ich weiß auch nicht, also jedenfalls habe ich keine Ängste in Bezug auf meine Finanzen, ja. Also andere Ängste kommen wir. Ja. Wie viel Geld brauchen Sie im Monat? Völlig unterschiedlich, ja. Also ich weiß es nicht, ich habe es nie versucht auszurechnen, ja. Was ist der größte Luxus, den Sie sich leisten? Oh. Also ich halte Luxus für störend, ja. Ich leiste mir keinen Luxus. Also
bin ich nicht im Besitz eines Autos, nicht mal im Besitz eines Fahrrades. Muss der Wein, den Sie trinken, gut sein? Muss der Wein, den Sie trinken, gut sein? Da ist mein Geschmack zu verdorben. Ja. Also ich merke es nicht, wenn der Wein nicht gut ist. Zu lange Stierblut getrunken. Ja, ich habe zu lange DDR-Wein getrunken. Der größte Luxus, den ich mir erlaube, ist, nicht mit der U- und S-Bahn zum Ostbahnhof zu fahren, ja, sondern im Taxi. Sie haben einmal von einer Freundin berichtet, die sich lange gefragt habe, was Wolfgang Hilbig eigentlich wolle. Nun schließlich ahne sie, die Freundin, haben Sie berichtet, ahne sie, Hilbig wolle die Literatur retten. Ist das Ihr Ziel und wie rettet man die Literatur? Also unbewusst ist es wahrscheinlich mein Ziel. Man kann sie nicht retten. Ja. Also wenn sie untergeht, kann sie nicht durch einen einzelnen Schriftsteller gerettet werden. Vielleicht müsste man den Satz dieser Freundin einschränken und sagen, der will seine Literatur, wenn es denn welche ist, retten. Ja. Ich denke, es ist eine, aber wovor muss die gerettet werden? Was kann hier passieren? Das ist irrational. Ich glaube, das ist ein irrationales Gefühl. Das kann man nicht begründen. Ja, es ist vielleicht die Angst davor, am Ende zu sein. Sich ausgeschrieben zu haben? Ja, die Ängste kenne ich. Ja. Was machen Sie dann? Sie haben Alkoholprobleme gehabt. Habe ich gehabt. Haben Sie die dann verstärkt? Ich fürchte, dann beginnen sie von vorn, ja. Wenn ich das Gefühl habe, mich ausgeschrieben zu haben. Also ich halte es nicht aus, über kurze Zeiträume nicht zu schreiben. Ja, dann fange ich an, sie zu verwahrlosen. Ja. Also, ja, und dazu gehört Alkohol bei mir. Ja. Was ist eine kurze Zeit, die Sie aushalten? Zwei Wochen. Sie müssen eigentlich immer schreiben. Ja, kann nicht wegfahren, ohne ein Manuskript in der Tasche zu haben, zum Beispiel. Ja, also ich kann, ich war jetzt über die Feiertage 10 Tage an der Ostsee, also ich musste mir ein paar Zettel mitnehmen, um da an Gedichten. Gibt es eine Gattung, die Sie lieber mögen als die andere? Nein, eigentlich nicht, nein. Wie entsteht... Ja? Was veranlasst Wolfgang Hilbig, wenn er da sitzt und dem Bedürfnis, offenbar dem Urbedürfnis, das er hat, schreiben, nachgibt? Wann entscheidet sich, ob es ein Gedicht wird oder ein Roman? Ich glaube, das ist instinktiv. Eine instinktive Entscheidung bei mir. An Prosa, ja. Geht man völlig anders ran, während Gedichte was Essentielles sind vielleicht, ja. Also ein Prosatext fange ich mit dem ersten Satz an und wenn ich ihn dann zu Ende bringe, dann schreibe ich ihn bis zum Ende durch, ja. Während Lyrik was Zusammengesetztes ist, eigentlich peinlich, ja, das zu verraten, ist, montieren. Ich habe Unmengen von Anfängen, ja, und dann die blätter ich durch und merke dann, ach hier kannst du eine Zeile noch hinzufügen, ja. Und das ist bei Prosa anders? Das ist bei Prosa anders. Bei Prosa schreibt, hat man den ersten, der und erste Satz fällt einem ein, ich, ja, das, und dann ja, schreibe ich es durch, das ja. Das kenne ich. Gehen Sie so weit zu sagen, Gedichte montiere ich? Montieren würde ich das nicht nennen, also zusammenflicken würde ich es nennen. Ja. Sie haben gesagt, wenn Sie schreiben, haben Sie keine Alkoholprobleme. Ja. Ist insofern Schreiben auch eine Art Selbstschutz? Ich glaube nicht mehr, vielleicht war das mal so, ja. Ich habe aber noch nicht so genau darüber nachgedacht. Inzwischen ist es für mich ein Schutz,
für alle Probleme, die ich habe. Ja. Wenn ich schreibe, dann mache ich mir keine Sorgen mehr, ob ich die Telefonrechnung bezahlt habe. Ja. Die werden mich schon mahnen, denke ich dann. Ja, ja, also, sie auch. Ja, ja. Also insofern ist es natürlich, schützt einen das Schreiben und es schottet einen auch ab, ja. Und dann gehe ich nicht ans Telefon, ja, und bin unerreichbar. Zur Person Wolfgang Hilbig. Geboren am 31. August 1941 in Meuselwitz, einer thüringischen Kleinstadt, in einem Braunkohlerevier. Der Vater wird im Zweiten Weltkrieg bei Stalingrad vermisst. Sie haben über die zusammengewürfelte Familie schon gesprochen. Wolfgang Hilbig also wächst bei Mutter und Großvater auf, der kaum lesen und schreiben kann, von Beruf ein Bergmann. Nach der Volksschule, Herr Hilbig, machen Sie eine Lehre als Bohrwerkdreher, dann leisten Sie Ihre Wehrpflicht in der Nationalen Volksarmee der DDR. Danach, in den 60er Jahren, verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt in verschiedenen Arbeiterberufen. Als Werkzeugmacher, Monteur, Hilfsschlosser, Tiefbauarbeiter, alles Knochenarbeit. Geschrieben haben Sie über Ihre Arbeit als Heizer im Kesselhaus einer Fabrik in Ihrem Geburtsort Meuselwitz. Daneben beginnt die schriftstellerische Arbeit, vor allem Lyrik. Können Sie für mich einmal definieren, was Heimat ist für Sie? Kann ich ganz schlecht definieren. Ich glaube, ich habe keinen Heimatgefühl, ich glaube, ich merke es nicht. Ja, also ich bin in einer kleinen Stadt groß geworden, die eine Industriestadt war. Ja, da konnte man, glaube ich, solche Gefühle gar nicht entwickeln. Das war ein Drecknest, ja, was nur aus Industrie bestand. Ja, die jetzt weg ist. Die jetzt vollkommen weg ist. Kann es sein, dass Leute dabei Heimat verloren haben? Sie nicht, weil sie sich davon freigeschrieben hatten? Ja, mir ist das erspart geblieben, ja. Also es ist jetzt die Gegend in Deutschland, die die meiste Arbeitslosenrate, die höchste Arbeitslosenrate hat. Also über 20% Arbeitslose gibt es da, ja. Und es gibt so ganz bekannte Bilder, ja. Also die Leute, die früher gearbeitet haben, die stehen am Kiosk mit einer Dose Bier in der Hand, ja. Das ist so das deutlichste Bild, ja, was man dort hat. Und langweilen sich und wissen nicht, also es herrscht Depression, glaube ich, in dieser Gegend. Darf ich noch mal darauf zurückkommen, was Sie vorhin sagten, ja. Ja, mit meinem Großvater, ja. Bei dem ich wirklich aufgewachsen bin, ja, der konnte nicht nur wenig lesen und schreiben, sondern gar nicht, ja. Der hat nie eine Schule von innen gesehen, ja. Der stammt aus einem südostpolnischen Dorf, das man auf keiner Karte findet, so klein war das, ja. Da gab es keine Schule, ja. Der sprach immer zeitlebens besser Russisch und Polnisch als Deutsch. Ja. Was hatte der für ein Weltbild? Ein Weltbild, das Weltbild von ihm war wahrscheinlich sehr pessimistisch. Der Satz, wir bleiben immer bloß die Dummen, ja, unter jeder Regierung, ja. Also das war wahrscheinlich seine deutlichste Aussage, ja, die ich schon als Kind gehört habe und wahrscheinlich auch in gewisser Hinsicht verinnerlicht habe, ja, glaube ich. Ja. Glauben Sie das immer noch? Nein, das kann man nicht mehr glauben, weil es die... er meinte natürlich damit die Arbeiterklasse. Ja, 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 ja. Die sogenannte Arbeiterklasse. Ja, die kleinen, ja, Leute. Die kleinen Leute. Das kann man nicht mehr so formulieren, wir bleiben weil sie immer nicht die mehr dazugehören? Nein, weil es diese Klasse nicht mehr gibt, glaube ich. Die Arbeitslosen in Meuselwitz, ihrem, ja, Geburtsort, ja, mit der Bierdose in der Hand. Ja, die sind die Dummen, ja. Ja. Insofern gilt auch, es noch. Auch die arbeiten nicht mehr, also stimmt der Begriff Arbeiterklasse. Nein, aber die Arbeitslosenklasse könnte eine, ja, Klasse sein. Die so könnte man es nennen, ja. Sie haben schon als Schüler für Publikum geschrieben.
Fortsetzungsgeschichten über Wild West. Ja. Die liefen in der Schule um. Ja. Ich glaube, ein Freund hat das Titelbild gezeichnet, ja, oder so. Es gab einen ganzen Pappkoffer voll davon, ja. Auch dieser Koffer ist verschwunden, ja. Und das war ein bewusster Vorgang. Sie haben gesagt, ich will mich von den Anfängen trennen. Ich wollte davon nichts mehr wissen, ja. Also, es war ein halbbewusster Vorgang, ja. Ich wusste, dass ich das geschrieben habe, aber ich wollte davon nichts mehr wissen. Inzwischen sind Sie ein berühmter Schriftsteller. Haben den Georg-Büchner-Preis gerade erhalten, wie schon gesagt. Ist es inzwischen so, manchmal habe ich den Eindruck, entwickeln sich Schriftsteller zu einer Bedeutung hin, wo sie sich dann für sich selber und ihre Vergangenheit zu interessieren beginnen. Bedauern Sie inzwischen, dass Sie es weggeschmissen haben? Nein, ich bedauere es eigentlich nicht. Vielleicht komme ich noch dahin, dass ich es eines Tages bedauern werde. Ja? Ich bin erst 61. Ich bedauere, dass dabei auch was weggekommen ist, was ich dann so mehr epigonale, romantische Prosatexte nennen würde, die ich geschrieben habe. Also Gespenstergeschichten. Das bedauern Sie? Das bedauere ich. Die finde ich nicht wieder, ja. Die sind durch Umzüge und weggekommen. Und würden Sie gerne Anschluss an Romantik gewinnen? Ich hoffe, ich habe den. Ja, es ist, Sie meinen in der Lyrik? Nicht nur in der Lyrik, auch in der Prosa, ja. Also in Provisorium finde ich Sie nicht sehr romantisch. Ja, es kommt darauf an, wie man Romantik versteht, ja. Also ich verstehe es. Eher literaturwissenschaftlich, ja. Also als ich verstehe es eher als Gattungsbegriff, ja. Eine Art von Literatur. Können Sie diese Gattung definieren? Können Sie sagen, für mich ist Romantik als Gattung was? Gefühl? Gefühl, Emotion statt Ratio? Ja, das stimmt. Es ist Emotion, mehr Emotion statt Ratio, als im Klassizismus. Ist ja. Ihnen Ratio unsympathisch? Nein, keinesfalls. Ja. Ich brauche Sie zum Schreiben und zum Herstellen von Texten, ja, die dann weniger mit der Ratio zu tun haben. Ja. Das muss ich bewusst machen. Ja, verstehe. Ja. Das verstehe ich. Haben Sie in frühen Jahren sich gelegentlich fremd gefühlt unter den Menschen in Ihrer Umgebung? Wahrscheinlich immer schon, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Ja? Also wahrscheinlich war ich für andere etwas Fremdes. Das Gefühl hatte ich immer, ja. Hat irgendjemand früh Ihre Außergewöhnlichkeit entdeckt? Einmal ein Pfarrer. Obwohl meine Mutter in der SED war, hat sie mich, ehe es die Jugendweihe gab, ja, zur Konfirmation in der DDR, hat sie mich in den Religionsunterricht geschickt. Da musste man nicht hin, ja. Mhm. Aber sie war wahrscheinlich der Meinung, ja, also Jugendweihe, das wird irgendwann wegbrechen. Die Konfirmation ist solider. Und dort waren natürlich die wildesten der Kinder in dem Religionsunterricht. Ja, also die das überhaupt nicht als Unterricht empfunden haben, sondern nur sich mit Papierbällen beworfen haben und laut waren und also frech waren, den Vater zur Verzweiflung gebracht haben. Ja. Und eines Tages kriegten wir alle eine Strafarbeit aufgebrummt von dem Pfarrer, ja, die natürlich niemand gemacht hat. Ich glaube, ich war der Einzige, der was geschrieben hat. Ja. Ich habe einen Durchzug der
Israeliten durch das Rote Meer geschrieben, ja. Und der Pfarrer hat es gelesen. Ich habe es dann abgeliefert beim nächsten Mal. Also, na, ich glaube, du willst mal Schriftsteller werden, ja. Das war. Haben Sie ungefähr gewusst, was das sein könnte? Ja, das wusste ich natürlich schon, ja. Ja, weil Sie also gelesen haben? Ja, ja, weil ich gelesen habe, ja. Wie viel Zentner Kohle haben Sie überschlägig gerechnet, Herr Hilbig, täglich geschaufelt, als Sie Heizer waren in Ihrem Kesselhaus? Das kann man gar nicht einschätzen. Also im Winter, wenn es sehr kalt war, wenn es unter minus 5 Grad ging, ja, hatten wir die Pflicht, 4 Kessel zu heizen, weil 3 nicht mehr ausgereicht haben. Ja. Also 4 mal 8 sind 32, ja. Also es waren schon nicht in Zentner zu Es waren mehr als eine Tonne. Ja, ja. Sie wollten aber, und darauf komme ich jetzt ganz gerne allein sein im Kesselhaus, Sie haben jetzt bei der Büchnerpreisverleihung in Ihrer Dankrede gesagt, ich zitiere, Sie hätten, Zitat, Geschmack gefunden an der einsamen Tätigkeit eines Heizers in seinem Heizungskeller. Wahrscheinlich sind mir dort zum ersten Mal ernsthaftere Überlegungen über meine Zukunft angekommen. Ich wusste auf einmal, ich wollte schreiben, und zwar nie und nimmer etwas anderes als schreiben. Ende des Zitats. Das war eine Selbsterkenntnis von Ende 1961. Damals war Wolfgang Hilbig 20 Jahre alt. Sie haben zunächst jahrelang für die Schublade geschrieben. Ja. Fiel Ihnen das schwer oder war es Ihnen egal? Es gab bestimmt Zeiten, wo mir es schwer fiel, ja. Aber nicht immer. Bloß ist es, glaube ich, gefährlich, für die Schublade zu schreiben, ja. Weil man sich da laufend verrennt, ja. Weil man eigentlich keinen Partner hat, der, von dem man gelesen wird. Also Sprache ist nun mal ein Verständigungsmittel, ja. Und es ist eigentlich eine Perversion, für die Schublade zu schreiben, ja. Denke ich, ja. Also ich glaube, dieser Gefahr war ich mir schon manchmal bewusst, ja. Und dann war es natürlich so, dass man nie genau wusste, ist es nun wirklich auch gut, was du ja da schreibst, ja. Das konnte einem keiner sagen, ja. Die ersten Veröffentlichungen hat es dann Mitte der 70er Jahre im Westen gegeben, ja, in Westdeutschland. Wir kommen darauf. Ende, ja. Ja. Sie sind Ende der 60er Jahre immerhin schon so weit enttarnt gewesen als jemand, der schreibt. 1967, 68 sind Sie von Ihrem Betrieb in einen sogenannten Zirkel schreibender Arbeiter delegiert worden. Eine Einrichtung, mit der Talente gefördert werden sollten. Sie haben öfter abschätzig über diese Bemühungen geredet. In dem Zirkel seien Sie der einzige Arbeiter gewesen, die anderen seien Studenten und Hausfrauen gewesen. Ist Ihnen niemals der Gedanke gekommen, dass vielleicht fehlgeleitet, vielleicht mit unzulänglichen Mitteln, vielleicht auch agitatorisch missbraucht, aber dass im Kern in diesem Zirkel schreibender Arbeiter etwas übrig geblieben war von der Wurzel der Arbeiterbewegung, sich etwas anzueignen, was die Verhältnisse der Arbeiterbewegung vorenthielt. Ganz bestimmt, ja, ja. Das hat Sie aber nicht dazu gebracht, zu sagen, ich habe ein bisschen Respekt vor der Idee. Vor der Idee konnte man schon Respekt haben, ja. Vor dem sogenannten Bitterfelder Weg, der 1959 ins Leben gerufen wurde, da konnte man schon Respekt haben, ja. Bloß der ist niemals verwirklicht worden, ja. Der ist niemals, den gab es nur auf dem Papier, ja. Ja. Sie haben niemals, ist eine Frage. Ja. Haben Sie jemals Mitleid empfunden mit idealistisch gesinnten alten Kommunisten? Ja, habe ich, ja. Ja, ich kannte sogar einen, der das KZ überlebt hat. Es war ein Jude, er war ein gefeuerter Parteisekretär eines Dorfs in der Nähe von Meuselwitz, ja. Den habe ich mal in der Kneipe kennengelernt und der war kein bisschen lamoyant.
oder bitter, ja. Und ich habe mich gefragt, wie hält der Mann das aus, ja. Oder lange vor Hitler war der schon KPD-Mitglied, ja. Da hatten Sie Respekt. Vor dem hatte ich Respekt, ja, ja. Ist Ihnen je der Gedanke gekommen, dass die Teilung Deutschlands nicht nur eine staatlich-politische war, sondern auch, ich selbst habe das ein paar Mal versucht, in die Öffentlichkeit zu tragen als Überlegung, dass die Teilung Deutschlands auch und nicht zuletzt eine soziale Teilung gewesen ist. Die Oberschicht, die klassische Oberschicht, ist vor der Roten Armee 45 geflohen. Die Eigentums- und Bildungspolitik der SED hat den oberen Mittelstand und das Großbauerntum, ja, und die Akademiker weithin vertrieben. Ja. Ausnahmen gab es immer, konnte man treffen, aber in der Regel war es so. Das heißt, es blieb in der DDR zurück, das, was man früher die Unterschicht nannte, die war relativ undifferenziert am Anfang, ja, und differenzierte sich dann aus im Laufe der 40 Jahre Existenz DDR. Aber für alle war der proletarische Großvater noch sehr nah in der, ja, Regel. Ja. Und ich behaupte, dass die Fremdheit zwischen West- und Ostdeutschen, die nach der Wende auftrat, weniger aus der, oder nicht nur aus der Trennung herrührte, sondern jetzt aus der Begegnung entstand. Ja, ja. Halten Sie das für ganz abwegig? Nein, nein, das finde ich sehr einleuchtend, ja. Wenn Sie das. Ich finde es sehr einleuchtend. Ich glaube, dadurch ist auch so ein Minderwertigkeitskomplex der DDR-Bürger gegenüber den Westdeutschen entstanden. Der ist genau aus diesem Grund entstanden, ja. Mit dem sie, glaube ich, bis heute zu kämpfen haben, ja. Die Ostdeutschen. Hätte es nicht so sein können und ist es vielleicht bei manchen doch so gewesen, dass sie eher Selbstbewusstsein sogar entwickelt haben, nur nach der Wende unsicher waren, was alles richtig und was alles falsch war. Es war eine Unsicherheit, ja. Weniger, glaube ich, als Unterlegenheitsgefühl, oder? Aber Unsicherheit. Ich habe immer den Eindruck, in der westdeutschen Gesellschaft gab es viel Respekt vor Juniorchefs sozusagen. Ja. Den Juniorchef gab es in der DDR-Arbeiterwelt nicht. Nein, nein. Ja. Wenn Sie das bedenken, denken Sie dann manchmal, es war manches ganz gut? Ich habe damit immer Mühe, ja. Da ich sozusagen am unteren Ende der sozialen Basis, ja, in der DDR gelebt habe, ja, und gesehen habe, wie erbärmlich die Wirtschaft oder die Industrie der DDR funktioniert, wie sie immer am Scheitern war, ja, und wenn man das selbst machen musste, sich jede Schraube, die man brauchte, praktisch aus dem Sand rauszusuchen, weil es sonst keine neuen Schrauben gab, ja, dann ist es wahrscheinlich schwierig, einen gewissen Stolz zu entwickeln, ja, für diese Zeit. Wir haben erwähnt, Ende der 70er Jahre gibt es erste Gedichtveröffentlichungen von Ihnen in der Bundesrepublik. Im Hessischen Rundfunk wird etwas vorgetragen. Sie kriegen auch die ersten Veröffentlichungen im S. Fischer Verlag. Sie sind damals unter dem Vorwurf von Rauditum, aber wohl auch wegen dieser illegalen, devisenrechtlich illegalen Veröffentlichungen in der Bundesrepublik, 2 Monate in Untersuchungshaft gewesen. Ja. Wenn ich es recht weiß, hat dort die Stasi versucht, Sie zu gewinnen, dass Sie in
Zwischenträger werden aus der Kulturszene. Ja. So weit waren Sie nun schon, dass Sie schon dazugehörten. Und Sie haben widerstanden. Sie sind dann seit 1979 hauptberuflich Schriftsteller in Ost-Berlin geworden. Ja. Das heißt, Sie haben sich entschlossen und gesagt, das bin ich jetzt. Und Franz Fühmann hat Sie, ein sehr bedeutender Schriftsteller der DDR, hat Sie überwiegend bestimmt, sich jetzt sozusagen als beruflichen Schriftsteller ja. niederzulassen. Ja. Wollen Sie dazu was sagen? Ja, Franz Fühmann war im Redaktionsbeirat der Literaturzeitschrift Sinn und Form. Form. Ja. Und hat von mir 8 Gedichte in dieser Zeitschrift gemacht. Das reichte aus, dass man eine Steuernummer ja. bekam. Ja. Das heißt, Sie hatten jetzt auch Veröffentlichung ja. in der DDR ja. und waren nicht mehr asozial, wenn Sie Schriftsteller ja. waren, sondern Sie hatten genau. eine Steuernummer. Ja. Ja. Ordnung muss sein. Ja. Also er hat mich sehr, sehr gedrängt, Franz Fühmann, ja, die Industriearbeit aufzugeben. Ja, der hat einfach zu mir gesagt, die Knöpfe, die du da drückst, das kann jeder. Ja. Aber die Texte kann nicht jeder schreiben. Ja. Im Jahr 1985 übersiedeln Sie mit einem längerfristigen Aus- und Einreisevisum der DDR in die Bundesrepublik. Vor allem Stefan Hermlin, aber auch Christa Wolf haben, wie ich gehört habe, mit einem Brief an Honecker zu dieser Vergünstigung erheblich beigetragen. Später haben Sie in Ihrem über weite Strecken wohl autobiografischen Roman das Provisorium von einem, ich zitiere, von Staat und Gesellschaft und Partei vorgebackenem Leben, Ende des Zitats geschrieben, dem der Schriftsteller Hilbig in dem Roman C. entkommen wollte. Nun waren Sie also im Westen. Gab es da womöglich auch eine Art vorgebackenes Leben? Eine andere Art, aber auch vorgebacken? Ganz bestimmt gab es das, ja. Ich konnte es natürlich nicht wahrnehmen, ja. Ich kam einfach nicht zurecht mit mir, als ich in den Westen kam, ja. Mhm. Also es fiel plötzlich weg, dass man zu allem, was man zu tun hatte oder tun musste oder tun sollte, dass man von den Behörden dazu aufgefordert wurde. Das fiel plötzlich weg. Man musste sich im Westen um alles selber kümmern. Ja? Man musste die, wir sind dann natürlich, ich habe ein Stipendium bekommen, ja. ja. Und bin also aus dem Grund gehen, ja. in den Westen gegangen. Ja. Mir wurde dann gesagt, ja, man kann zum Beispiel beantragen, dass das Stipendium verlängert wird, ja. Also das ist so einfaches Sachen, ja. Das mussten einem haben. Gesagt werden im Westen, ja. 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 In dem Roman Das Provisorium schreiben Sie über die Hauptfigur, die weithin Hilbig ist. Hilbig ist, wie gesagt, ich zitiere noch einmal Wolfgang Hilbig. Es schien eine Art Legende über ihn, sprich über Wolfgang Hilbig, zu geben im Westen. Eine Art Legende. Ein öffentliches Bild, dem er nicht entsprach und dem er nicht gewachsen war. Ende des Zitats. Ja. Jetzt sind Sie berühmt. Sehnen Sie sich manchmal nach der Einsamkeit des Kesselhauses? Die Zeiten gab es, ja. Als ich freischaffend geworden bin 1980, hatte ich das merkwürdige Gefühl, jetzt beweisen zu müssen, öffentlich beweisen zu müssen, dass ich auch wirklich schreiben kann, ja. Das hat mich zuerst mal gelähmt und in Schrecken versetzt. Ich hatte plötzlich kein Thema mehr. Ja, dann habe ich das sozusagen zum Thema gemacht. Ja. Kein Thema zu haben. Kein Thema zu haben, ja. Ich hatte kein Thema. Ja. Ich machte daraus mein Thema. Ja. Ist das Hilbig? So ungefähr ist es gelaufen, ja. Haben Sie, dass Sie immer schreiben müssen, weil Sie sonst sozial verelenden? Jetzt gar nicht gesellschaftlich, sondern sieben in sich selber. Ja, ich weiß gar nicht mehr so genau, wo das anfängt. Ja, Können Sie jetzt sagen, ich muss mir nichts mehr beweisen, ich weiß, dass ich schreiben kann?
Wenn ich einen guten Tag habe, kann ich mir das sagen, ja. Gibt es immer noch schlechte Tage, wo Sie zweifeln? Natürlich, also ja. Es wird schlimmer, ja. Also ich werde älter und das Schreiben fällt mir nicht mehr so leicht wie früher. Also früher habe ich alles mit links gemacht, ja. Also, und habe, ich glaube, genau aus diesem Grund nicht so recht an die Qualität meiner Texte geglaubt. Es fiel ja so leicht. Ja, es fiel mir einfach zu leicht. Ja, bin ja. Mir dann mal eine Kollegin, eine Schriftstellerin gesagt hat, ja, sei doch froh, wenn dir es leicht fällt. Wir quälen uns ja rum, was beschwerst du dich noch darüber? Ja? Ich habe den Eindruck, das wird jetzt langsam anders. Jetzt fällt mir das nicht mehr ganz so leicht. Wenn Sie anfangen zu schreiben, ich rede von Prosa, ja. Nicht von Gedichten, worüber Sie vorhin etwas gesagt haben. Wenn Sie anfangen, Prosa zu schreiben, wissen Sie, wenn Sie den ersten Satz haben, wo Sie, nicht in welcher Form, aber wohin die Geschichte Sie bringen wird? Oder entwickelt sich das beim Schreiben? Es entwickelt sich beim Schreiben, bei mir, ja, in meinem Fall, glaube ich. Ja. Also ich schreibe, ich versuche einen Punkt zu überwinden, beim Schreiben längerer Texte. Oder ich versuche eine Schwelle zu überschreiten, bis zu der ich noch nicht durchblicke, was aus dem Text werden soll. Ja? Das kann 100 Seiten. Das kann 200 Seiten. Ja, also beim Professorium war es schrecklich. Da, ja. Da wusste ich bis zum Schluss nicht, wohin es soll. Ja, ich habe das dann zweimal geschrieben, habe dann die dritte Person gewählt. Erst haben Sie in Ich-Form geschrieben. Erst habe ich in Ich-Form geschrieben, ja. Da ging es leichter, weil man einfach nicht unbegrenzt mit dem Kopf eines anderen denken kann. Ja, die Eher-Form, ja, die schafft eine Art Distanz zwischen sich und dem Text, ja. Und das hat mir dann gut getan, ja. Warum haben Sie Anfang 1997 in Ihrer Dankrede für den Sächsischen Lessing-Preis, gehalten in Kamenz, sehr scharf vom Kolonialismus gesprochen, denen die Ostdeutschen von den Westdeutschen mit der Vereinigung unterworfen worden seien? Unzucht mit Abhängigen, haben Sie gesagt. Ja, ja. Eigentlich habe ich. Warum sind Sie so scharf geworden? Also ich wusste, ich halte diese Rede für vor allem Publikum, mit dem ich eigentlich vollkommen bekannt bin, ja. Das war diese sächsische Schriftstellerszene, von der ich fast alle kenne, ja. Und ich glaube, ich wollte einfach einen Witz machen, ja. Bei der Unzucht mit Abhängigen? Ja, ja. Bei der ganzen mit diesem Rede? Satz. Bitte? Bei der ganzen Rede oder nur mit der Formulierung? Mit dieser Formulierung eigentlich, ja. Aber ja. Ihre ganze Rede mit dem Kolonialismus? Ja, ich habe sie eigentlich bestritten, glaube ich, in der Rede, dass es ein Kolonialismus ist. Ich habe gesagt, dann müsste ja die Bundesrepublik viel mehr davon haben, wenn sie die DDR kolonialisiert hat, ja. Aber sie hat nichts davon, die Bundesrepublik. Ich glaube, so habe ich mich ausgedrückt. Nicht ganz? Ja, nicht ganz, ich ja. Habe sie später gelesen als ja, Sie, denn ich ja. Habe mich vorbereitet. Ja. Sie konnten nicht wissen, dass ich darauf komme. Ja. Tatsache ist, Sie können es sicher nachlesen, in dieser Rede haben Sie nicht weggeschmissen, hoffe ich. Nein. Sonst kann ich es Ihnen leihen. Tatsache ist, Sie haben sehr deutlich, jetzt kein wörtliches Zitat, aber inhaltlich sehr korrekt wiedergegeben, die Art, wie die Vereinigung betrieben worden ist, für unglücklich und gescheitert angesehen. Ja. Wollen Sie das jetzt? Es war vielleicht so, dass ich damals noch unter dem Eindruck stand, jetzt kommen die Hasardeure über die Grenze, ja, die ihre Schrottautos loswerden wollen, die sie den Westdeutschen nicht mehr anbieten können. Ja. Vielleicht hatte ich damals noch diesen Eindruck gehabt. Ja. Also inzwischen ist das ein bisschen vorbei. Ja. Aber ich meine eigentlich, ja,
wenn es so wäre, dass die Bundesrepublik die DDR geschluckt hätte, dann müsste sie was davon haben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie kann sich verschluckt haben. Sie kann hat sie verschluckt. Sie hätte ja, was davon ich. Und dann ja. war es nicht. Ja, hat eigentlich nichts davon. Sollen Sie dann ein bisschen schadenfroh sein? Nein, das. Dann ich neige mich dazu, ja, ja. Also in diesem Punkt neige ich eigentlich nicht zur Schadenfreude. Aber ich kann es nicht erklären, warum. Ja. Ingo Schulze, ein anderer hochgeschätzter Schriftsteller, der in der DDR aufgewachsen ist, hat über ihren Text Das Provisorium geschrieben. So viel Wut und Hass hat selten einer gegen den Osten geschleudert und selten wurde so viel Galle und Hohn über den Westen gekippt. Ja. Wie von Ihnen. Ja. Erscheinen Ihnen im Grunde, im tiefsten Grunde, die beiden Systeme in manchem sehr ähnlich? Ich habe mal einen anderen Text geschrieben, ja. Es sind zwei verschiedene Kulturen, die aber mit den hasserfüllten Schnauzen zusammengestoßen sind, ja. Und sich ineinander verbissen haben, so ähnlich habe ich es mal ausgedrückt, ja. Ist es Ihnen im Grunde egal? Ich glaube, das muss ein Schriftsteller egal sein. Darum sollen sich die Politiker kümmern oder die Kulturbehörden kümmern, ja. Welche literarischen Zukunftspläne haben Sie? Welche Facette Ihres Ich verlangt nach der Beschreibung? Ja, ich habe nie etwas über meinen Vater gesagt, ja. Sie haben einen Brief von ihm gefunden. Ja, ja. Wo er mitteilt, dass er mit Kriegskameraden in der Nähe von Stalingrad zu einer Geiselerschießung gegangen ist, um sich weil sich er anzusehen. Das mal sehen wollte. Ja, ja, ja. Dieser Brief war der Anlass dafür, mich für meinen Vater zu interessieren. Ja? Ich frage mich, ist es möglich? Mein Vater hat mich einmal im Leben gesehen, da war ich 4 Monate alt. Kann ich was für meinen Vater haben? Ja? Es gibt ein Foto meines Vaters. Da steht er mit einer Kamera, die auf ein Stativ gebaut ist, vor einem Spiegel und fotografiert sich selbst. Sein eigenes Spiegelbild. Das ist das einzige Foto, was ich von meinem Vater habe. Das ist ja. ein Hilbig-Thema. Ja, das ist Kunst. Also das ist der Versuch, irgendwie ein Kunstwerk zu machen. Ja. Ja. Also was war mein Vater für ein Mensch? Ja, frage ich mich seitdem. Ja. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. Haben Sie Angst vor dem Alter? Ja, ich muss es zugeben, dass ich zunehmend Angst vorm Alter habe, ja. Und zwar habe ich Angst, nicht mehr alles beschreiben zu können, das nicht mehr zu schaffen, was ich noch so im Hinterkopf habe, ja. Aber sehr vage im Hinterkopf habe.